Ich bin mir sicher, meine Damen und Herren, Sie haben sich gut amüsiert. Und damit ist gleichzeitig auch unsere Reihe mit frühen Filmen des Regisseurs Billy Wilder zu Ende. Zu unserem nächsten Beitrag. Der Titel: Die Tragödie, eine Weimarer Geschichte. Ein Mord und ein Selbstmord im Kreise von Schülern und Lehrlingen. Das war auch in den an aufregenden Ereignissen nicht gerade armen Jahren der Weimarer Republik ein willkommenes Thema öffentlicher Auseinandersetzungen. Die Presse nannte den Fall Steglitzer Schülertragödie und dokumentierte ihn in allen Einzelheiten. Der Prozess brachte dann ein Thema zur Sprache, das in der liberalen Weimarer Republik noch immer genauso tabu war wie im Kaiserreich, die Sexualität. Es gab zwar Wissenschaftler, die für eine freizügige sexuelle Aufklärung eintraten, aber Bevölkerung und Politiker verdrängten das Problem. Sehen Sie also jetzt die Tragödie, die letzte von drei Geschichten aus der Weimarer Republik, deren erste zwei Folgen in den beiden vergangenen Wochen zu sehen waren.